Hallo Leute, es geht weiter mit Wolf, The Red Hood Diaries. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir genau zuletzt waren, deswegen habe ich hier jetzt mal gestartet, weil ich wieder nachspielen wollte. Bring die mal bitte um. Und den auch. Oh. Mal rollt sie, mal wirft sie die Axt. Und irgendwie fliegen meine Blutsfläschchen auch immer sonst wohin. Ach, ja. Was ist mit der Tür? Kommen wir da... Oh, oh. Oh, bin in die Stacheln gefallen und gestorben. Okay. Mach das nochmal. Ach so, ich habe immer keine Energie mehr, deswegen funktioniert das nicht. Es ist immer erstaunlich, dass ich eigentlich auch so mit meinem normalen Kämpfen vorankomme. Ich mache immer gar nicht so dieses Special-Dingsbums, aber anscheinend braucht man das auch gar nicht. Da oben geht's nicht lang, dann mache ich das gleich hier rüber. Tot. Haha. Tot. Kann man hier sich was angucken? Nein, kann man nicht. Was mache ich jetzt? Einfach da oben drüber springen. Wahrscheinlich hätte ich die Wachen auch gar nicht töten müssen. Hätte wahrscheinlich auch so geklappt, aber egal. Well, look who's decided to re-enter the race. Whoa. Hey, where do you think you're going? Too scared to show your face? Why doesn't this wannabe boat have a steering wheel? Weiß ich auch nicht. Wo bringt uns das Boot jetzt wieder hin? Ich muss abwarten, dass ich irgendwo hinspringen kann. Hier zum Beispiel. Was mache ich jetzt? Hä? Ich kann nicht da lang und ich kann nicht da lang? Was mache ich jetzt? Ach so, das war so meine Barrikade. Kommt da denn noch ein Boot, oder? This is turning out to be a fairy tale after all. Was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt hier sterben oder warte ich auf das nächste Bötchen? Super, hey. Jetzt hänge ich hier. Und stirb doch. Oh Leute, warum muss ich denn alles immer noch mal machen? Gebt mir alle eure komischen Leuchtkräfte und gebt mir eure Fiolen und... Super, und nochmal das Ganze. Well, look who's decided to re-enter the race. Hey, where do you think you're going? Too scared to show your face. Aber auch irgendwie blöde, dass sie da überhaupt drauf springen kann. Auf die Brücke, wenn man da dann nicht weiterkommt, hätte ja auch ein Weg einfach zurück wieder sein können. Ja, wird mir nicht einfach gemacht hier. Toll, du hast es geschafft. Da kommt auch schon die nächste. Kannst du nicht dahin? Nein! Oh, nee! Oh, das gibt's doch nicht. Ist das weder hinten noch da? Nee, gut. Nicht, dass ich das auch noch immer vergesse. Ja, nun, machst du den mal fertig? Geht doch. Es nervt. Ich bin so doof. Ja, ja, ja. Diesmal aber nicht. Machen wir es mal direkt hier. Komm. Alle guten Dinge sind drei. Das ist bei mir ja gerne mal so. 5 Minuten für die Katz, so ungefähr. Menno. Hier, die kannst du doch nebenbei fertig machen. Ach, schade, geht nicht mal.
Da unten müssen wir aber bestimmt eh noch hin, weil da die Tür ist. Oh, 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 oh. Mach keinen Blödsinn. Ich sollte mich vielleicht etwas konzentrieren. Und da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. This is turning out to be a fairy tale after all. Aha. Gut. Ich darf hier hin, ja? Vielen recht herzlichen Dank. Oh. Oh, das ist so ein Elektro-Typ. Schocker. Nein! Er darf mich doch nicht kriegen. Nein. Aber hier unten bin ich anscheinend sicher oder so. Vielleicht sollte ich eher schleichen, damit er mich nicht bemerkt. Dann gehe ich hier so an der rechten Seite vorbei. Hoffentlich waren da keine Kisten, die ich benutzen konnte. Mache ich jetzt? Wirf mal deine... Ach, das geht nicht. Schade. Oh Mann, oh. Schleich dich. Nein! Schleich dich. Nein. Scheiße, es war klar, dass ich gegen den nicht ankomme. Das ist irgend so ein General. Och, Leute. Jetzt stirb doch endlich mal. Von ungerecht. So, vorbei. Shisha, du hast mich nicht gesehen. Lalala. Ja, und wie soll ich die da hinten dann töten? Voll doof. Das kann ich doch eigentlich nur damit hinkriegen. Ja, das funktioniert nicht. Dann geh mal runter. Ach, da kommt mir hinterher. Hilfe! Hilfe! Hier, mach. Mach mal den. Genau. Schnell weg. Hier in der Ecke geht's ja anscheinend nicht. Huch, wie krieg ich das denn hin? Ich schleich mal wieder. Der General, der ist ja nicht ohne. Ah. Sie rollt auch nur, weil es nicht anders geht. Kannst du nicht hier... Nee, hallo. Kann ich nichts machen? Der geht gar nicht tot. Lala, du kriegst mich nicht. Hier, lass mich mal in Ruhe, du Blödmann. Hey, ich hab's sogar geschafft, an ihm vorbeizukommen. Und hier haben wir noch so ein Ding. Und wir wollten ja auch noch, was haben wir? Tagebucheintrag des Technikers Lehrling. Ach ja. Schleich dich mal da lieber lang. Da ist nämlich ein General dabei, aber vielleicht kriegen wir das ja hin, zumindest den einen mal zu töten. Oh Mann, oder stand gar keiner und jetzt hast du es wieder verbraucht, ne? Ja, toll. Nein! Hilfe! 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 Nein! Oh Gott, alle sind hinter mir her hier. Leute, beruhigt euch mal. Warte, dich kriege ich hin.
Haha. Schnell weg. Oh, jetzt geht die wieder nicht weit genug, oder was? Und dann rollt man immer automatisch, was total hohl ist. Lass mich. Steht er da? Nervt mich. Nein, ich sterbe fast. Ich will nicht sterben. Stehen wir jetzt hier zusammen, ohne dass er mir was tut? Wo soll ich denn hin? Scheiße, wo soll ich denn hin? Oh Gott, heil dich mal lieber schnell, Mädel. Wir müssen hier weg. Muss ich da rein? Muss ich hier rein? Hallo? Hallo? Oh Gott. Er ist voll in Angriffsbereitschaft hier. Muss ich in die Tür? Ich schleich mal. Hei, hei, hei. Du siehst mich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was mache ich denn jetzt hier? Das ist ja doof. Ja. Dann springen wir mal schnell an ihm vorbei oder ich soll durch die Tür. Warum macht sie die denn nicht auf? Okay, ich gehe über ihn hinweg. Er tut mir ja gar nichts. Was ist er denn für einer? Er tut mir gar nichts. Nicht gut. Können wir hier vielleicht hoch? Nee. Sollen wir da hinten hin, wo die anderen Soldaten sind? Wie komme ich da hin? Oh, ich weiß es nicht. Dann gehe ich mal jetzt hier ins Tagebuch, bevor der Part auch noch irgendwie endet. Denn wir hatten ja hier noch eine Menge zu lesen. Hier muss ich erstmal gucken, wo. Genau, das kann ja dann nur... Das hatten wir schon. Das hier. Bessere Zeiten beim Three Pigs Inn Teil 1. In besseren Zeiten gab es am Markt einen Pub namens The Three Pigs Inn. Er wurde besessen und geleitet von Mr. Hogg, dem einzig Überlebenden vor drei Brüdern, die drei Schweine genannt wurden. Das Inn war bei Kaufmännern und Fabrikarbeitern ein beliebter Treffpunkt nach der Arbeit. Hogg, ein ausgezeichneter Geschäftsmann, führe schlauerweise ein Happy Hour zu zeitgleich mit der Fabrikuhr ein und jede Nacht, nachdem die Glocken das Ende eines Arbeitstages läuteten, wurde seine Bar mit durstigen Arbeitern überschwemmt. Ha, ich wollte wissen, ob mein Mikrofon überhaupt an ist. Sehr witzig. Der junge Joseph Hood war ebenso ein gelegentlicher Besucher. Der schüchterne Ingenieurassistent nahm immer am Ende der Theke Platz, wo er für etwa eine Stunde saß, an seinem Bier trank und Porträts der anderen Pubbesucher zeichnete. Anfangs drehten sich die Gespräche zwischen Joseph und Mr. Hogg nur um übliches Barkeeper-Gastgeschwätz, aber über die Zeit wurden sie Freunde. In der Tat war der herzliche Innenbesitzer wahrscheinlich einer Josephs weniger Freunde. Als der junge Ingenieur Roxanne die Liebe seines Lebens traf, war Mr. Hogg der Erste, der von ihrer Begegnung im Wald hörte. Und nur wenige Wochen später bat Joseph ihn etwas zögerlich, an ihrer Hochzeit als Trauzeuge teilnehmen. An ihrer Hochzeit an Trauzeugen teilnehmen, okay. Hogg, geehrt, ich hoffe, ich spreche das richtig, Hogg, geehrt und glücklich, dass der junge Einzelgänger eine Liebe gefunden hat, stimmte von ganzem Herzen zu. Er hatte gute Erinnerungen an Joseph und Roxanne, die zweitägige Feier im Wald. Und er war von tiefer Traurigkeit erfüllt, als er drei Jahre später seinem Freund Schott um Schott nachreichte, nachdem nach Josephs schöne Braut verschwunden war. Manchmal ist es irgendwie ein bisschen komisch geschrieben. Und dann stotter ich so vor mich hin. Aber okay. Ja. Dann ist das wohl so. Wusstest du das? Hatten wir auch schon das letzte Mal vorgelesen. Dann haben wir hier noch einen Wolf außer Rand und Band Teil 1. Eine Woche von B.B. Wolfs 26. Geburtstag verstarb sein Vater Anton. Die Autopsie ergab keine eindeutige Todesursache, doch B.B. wusste es besser. Anton Wolf wurde mit einem feierlichen Trauzug geehrt, in dem die Bürger von Ulrika ihren gelobten Gründervater der Stadt verabschiedeten. Bibi wohnte der Beisetzung des Erscheins halber bei, versteckt in einer schwarzen Kutsche. Er vergoss nicht eine Träne für seinen Vater. Er war ohnehin sein ganzes Leben lang nicht für ihn da gewesen. Nachdem sie Anton Wolf an einer würdigen Stelle auf Ulrikas Friedhof begraben hatten, berief ihn der Rechtsberater seines verstorbenen Vaters in sein Büro, um die Angelegenheit von Antons letztem Willen zu klären.
Als Alleinerbe erbte Bibi mit nur 26 Jahren das gesamte Wulf-Imperium, die Wulf-Villa, Wulf-Industries, Ulrika und viele Hektar Land rund um die Stadt. Es war nun alles sein und er war fest entschlossen, sicherzustellen, dass jeder das wusste. Während die Bürger von Ulrika nach dem Verlust seines Vaters betrauerten, hatte Bibi Antons Statue vom großen Eingang des Hauptbesitzes von Wulf Industries entfernt. Die Ulrikaner waren entsetzt und schockiert über seinen Mangel an Respekt, als Bibi eine neue monumentale Skulptur von sich selbst in der Lobby errichtete. Diese bronzene Bibi würde der einzige sein, den die Bürger fortan sehen würden, denn der neu gekrönte Wulf-Herrscher würde selten sein Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen. Dieser böse Mann. So, jetzt schauen wir mal nochmal, was ich hier machen kann. Denn mit dem komme ich nicht klar eigentlich. Ja, jetzt verfolgt mich mal nicht hier bis zu meinem Lebensende. Oh, Leute. Entspannt euch mal. Manno. Ich komme darauf gar nicht klar hier. Was soll ich machen? Ja, ihr verfolgt mich alle. Ja, wie weit denn noch? Oh, Leute, das war aber vorher nicht so. Jetzt reicht's mir aber. Außerdem muss man doch hier mal wegkommen können. Verstehe ich gar nicht. Irgendwie da hinten geht's ja hin, aber ich glaube, ich muss jetzt hier rechts lang. Ich weiß aber nicht, wie. Ah, ist er tot? Das ist ja cool. Nee, der stirbt nicht. Scheiße. Ja, jetzt verfolgt er mich die ganze Zeit. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Irgendwozu muss diese Ecke ja auch da sein, aber die ist nicht dazu da, um hier halt hochzuhangeln. Kann ich von hier aus denn irgendwo rüberspringen? Nö. Auf das Schiff hier nach vorne? Nee. Ja, dann weiß ich auch nicht, wohin. Geh mal weiter. Oh. Ich weiß nicht, wohin. Warum kann man den nicht töten? Die anderen wären schon längst tot. Scheiße, man selber stirbt nur immer. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Aber vielleicht finde ich dann wenigstens mal den richtigen Weg. Denn hier ging es ja nicht weiter. Muss ich das Rad irgendwie aktivieren? Habe ich irgendwas vergessen zu machen? Schade, dass der danach nicht stirbt. Kann ich hier rein? Alle tot. Auf einen Streich. Voll gut. Ich laufe einfach mal um ihn herum. Voll doof. Lass mich in Ruhe. Tja, hier kann ich ja auch anscheinend nichts... Ich verstehe das nicht. Wo soll ich denn lang? Und dass sie das auch nicht hinkriegt, da von der... Jetzt kommen die hier wieder. Kann ich mal über euch hinwegspringen? Zumindest einen wieder getötet. Lasst mich alle beide. Ihr Arschgeigen. Gut, der ist schon mal tot. Oder auch nicht. Es muss doch hier einen Weg geben. Ich kapiere das nicht. Vielleicht auf die Wäscheleinen.
Oder weiß ich doch nicht, wo lang. Rall ich nicht. Da ist der eine und da ist der andere. Hm. Ich glaube, dass das hier halt nur eine Schutzecke ist. Ich hätte den jetzt töten müssen, tut's aber nicht. Und wenn ich schleiche, dann bemerkt er mich trotzdem. Das ist voll unfair und so. Tja. Leute. Oh, lass mich. Ich werde jetzt mal hier kurz einen Cut machen und... Du kommst hier nicht rauf. Nee. Nee, ich mache kurz einen Cut und guck, wie ich hier wegkomme. Bis gleich. Ah, da bin ich wieder und ich habe den Typen jetzt nochmal mit der Axt erledigt und auf einmal geht dann hier das Tor auf. Ich rall das nicht, aber so ist es. Ja, habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Ich habe ihn, also man kann die Generäle anscheinend doch hier mit der Axt erledigen. Und wenn das so ist, dann haben wir ja vielleicht doch Glück, dass ich hier mal endlich weiterkomme. Das ist ja toll. Achso, jetzt kann ich hier nochmal lang, aber ich will immer irgendwie, habe ich... Wirf? Was ist hier denn los? Auf einmal die Ratten da. Gar nicht gesehen. Nenü? Genau, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo wir eigentlich ursprünglich hin wollten. Das ist ja schön, dass wir das jetzt dürfen und können. Mir fehlen so ein bisschen mehr Kisten und nicht nur Soldaten. Schnell die blauen Dinger einsammeln, weil mit denen komme ich ja besser klar, den Typen hier mal zu erlegen. Lass mich! Oh, ich habe nicht genug von dem Zeug. Was mache ich denn jetzt? Brauch das doch. Mit einer Axt kann man den halt voll gut töten. Ich glaube, so allein geht das nicht, nur mit diesem Axthieb. Oh, das geht doch! Wenn man richtig lange auf ihn einschlägt, geht's auch so. Na dann, wenn das so ist. So, was haben wir hier? Weiß ich nicht. Keine Kistchens mehr. Ich dachte, die hier, die da vielleicht hängt, dass man die vielleicht nochmal runterholen kann. Die da. Aber, nö. Gut, dann. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier können wir auch durch. Oh ja. Ändert sich das Bild. Hm, ich glaube, ich bin nicht so gut in dem Spiel, weil ich irgendwie nicht von diesen ganzen Geschichtstagebucheinträgen genug finde. Aber was soll's. Ist halt ein Blind-Projekt. Was ist denn jetzt? Voll die dramatische Musik? Oh oh. Ja, das geht irgendwie nur auf kurze Distanz. Halt enough with this cat and mouse game, you evil flutist. This time you won't get away. This time you'll speak or pay. Oha. Tell me, was it you who took my mother? Do you recognize me as her daughter? Or was she just one of many others, young and doomed to disappear? Hey, I'm talking to you. Ja, anscheinend ist er nicht gerade sehr redselig. Oh, da kommt dann irgendwie so eine grüne Welle. Ach so, der sagt mit... Ja, ja, komm. Mit seiner... Pff,
Flötenspielerei sagt er einem ja quasi, wann es passiert. Diesen grünen Dunst. Da muss ich also aufpassen. Kannst du mal deinen Schlag machen? Mach doch mal deine komische Welle wieder. Oh. Also irgendwie stirbt sie gleich. Ja, super. Oh, schwierig. Sie macht diese Welle halt nicht immer, weil ich nicht genug von diesem blauen Zeug habe. Diese Fiolen sind nicht gefüllt und dann macht sie keine Welle und ja. Dann sieht das so aus. Wie bei mir. Aber vielleicht gehe ich einfach mal anders vor. Yeah. Geht doch. Ja, aber was soll ich machen? Jetzt bin ich schon in die Luft gesprungen. Och, Manno. Du blöder Rattenfänger von Hameln, du Flötenarsch. Wow, was kommen denn jetzt für Viecher? Ist sie jetzt wieder gestorben? Oh, ich krieg das gar nicht mit, was da in den Ecken immer passiert. Nee, 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 nee. Komm schon jetzt, Red Hood. Mach die Ratten tot. Ja, ich bin noch in die Luft gesprungen, ihr Schweine. Mann, jetzt reicht's mir aber hier. Das ist voll kacke. Ich bin doch in die Luft gesprungen. Ach, da kommt er ja. Was mache ich denn mit dem? Was mache ich mit dem grünen Rattenfänger-Penner? Denn wenn der in grün kommt, was mache ich dann? Ja, Mann, seht ihr das? Ich verstehe das gar nicht. Ja, es ist echt genug. Das geht jetzt hier für den restlichen Part zu dieser Blödsinn, oder was? Echt, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, Mann, ich komme da gar nicht weg. Ich kapiere das nicht. Ist mir zu hoch gerade irgendwie. Ich glaube immer, wenn sie halt genug erledigt hat, dann dann kommt so ein grüner Scheiß. Genau wie jetzt. So. Ja, und sie war wieder drinne. Okay, sie ist... Nein! Ja, was soll ich denn machen? Ich werde hier direkt verfolgt von so einer grünen Gestalt und Pech oder was? Ratten, grüne Dinger, Geistesblitze, weiß ich doch nicht.
Lass mich in Ruhe. Ich geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich lauf weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, sie sind sogar weg. Ah, okay. Nach einer Zeit lang kommt er dann runter. Ja, das finde ich gut. Na, ich bin gestorben. Wieso bin ich... Warum? Hallo, warum? Da war doch gar nichts. Oder habe ich das so schnell nicht gesehen, das Grüne wieder, oder was? Ey. Wie kacke. Aber jetzt weiß ich wenigstens, ich muss es ausharren. Ich muss weglaufen. Ja, und sie stirbt. Das schafft sie doch nicht. Ja, das war's wieder. Oh Mann, oh. Genug. Genug, genug, genug. Ich bin gesprungen. Ey, mir reicht's hier mit dir. Es tut mir leid, Leute, aber es wird sich wohl nicht ändern lassen gerade. Weg, weg, weg. Was auch immer das ist. Oh, sie kommen. Weg, weg, weg. Nein, nein. Mann, wenn die einen so treffen, das ist, es geht einfach nicht. Und warum sind das drei Stück von diesen grünen Hamelmännern? Ey, das ist so schwer. Ihr, entweder ich stelle es einfach nur zu schwierig an, aber ich find's echt... Ja. Scheiß Ratten, verpisst euch. Es ist so schwierig für mich. Leute, im nächsten Part wird es vielleicht besser. Wir sehen uns dann wieder mit, ja, Wolf. Und es ist verdammt schwierig gerade. Ich hoffe, ich schaff's das nächste Mal. Wünscht mir viel Glück. Bis dann.